Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit zu einer weiteren Folge Bilder mit verstörenden Hintergrundgeschichten. Wenn du jetzt neu bist und nicht genau weißt, um was es hier geht, ich werde euch heute drei Geschichten erzählen und am Ende jeder Geschichte das dazu passende und, muss man auch dazu sagen, echte Bild dieser Geschichte zeigen. Und es handelt sich hierbei um wahre Geschichten, also die ganzen Sachen, die ich euch heute erzählen werde, sind wirklich so passiert. Und am Ende jeder Geschichte werdet ihr, wie schon gesagt, das jeweilige Bild dazu sehen. Und glaubt mir, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt und das Bild im Nachhinein anschaut, ist es noch viel verstörender, als es allgemein schon ist. Und ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo, abonniert diesen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt, und lehnt euch entspannt zurück und genießt dieses Video. Und in dem Sinne, viel Spaß mit drei Bildern mit verstörenden Hintergrundgeschichten. Für die erste Geschichte reisen wir zurück in die Vergangenheit. Es war das Jahr 1875 in Frankreich, um genauer zu sein in Paris. Dort lebte die 25 Jahre alte Blanche Monnier gemeinsam mit ihrer Familie. Die junge Blanche war zu diesem Zeitpunkt ein bildhübsches Mädchen, war auch sehr, sehr begehrt bei den jungen Männern, muss man dazu sagen. Und eines Tages verliebte sie sich in einen dieser jungen Verehrer. Er war, man muss schon sagen, ein relativ erfolgsloser Anwalt, was für Blanche zu diesem Zeitpunkt aber absolut kein Problem war, da sie einfach unsterblich in ihn verliebt war. Doch ihre Mutter hatte etwas dagegen. Es war der Fakt, dass Blanche nicht unbedingt mit dem Mann zusammen war, den ihre Mutter für sie vorgesehen hatte. Doch ihre Mutter war der Meinung, dass er nicht unbedingt das war, was sie für sie vorgesehen hatte. Denn, wie sie schon damals sagte, dieser erfolgslose Anwalt ist ein Taugenichts. Warum möchtest du denn mit so jemandem zusammen sein? So jemand sollte nicht dein Mann werden. Die beiden verfielen in einen relativ heftigen Streit, als ihre Mutter auf einmal etwas tat, was man nicht unbedingt von Müttern kennt. Sie ergriff die Chance und sperrte sie auf dem Dachboden ein. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, okay, aber sie wird sie ja wahrscheinlich am Abend wieder rausgelassen haben. Doch nein, das ist nicht der Fall. Ihre Mutter sagte, ich werde dich erst wieder rauslassen, wenn du dich von diesem Mann abwendest und dir jemanden Gescheites raussuchst, den ich für dich vorgesehen habe. Doch die 25-jährige Blanche war ganz anderer Meinung und sagte, ich werde mich niemals auf diesen Mann einlassen, den du für mich möchtest. Und die Tage verstrichen und Blanche war immer noch auf diesem Dachboden gefangen. Ihre Mutter ließ sie nicht raus. Ihre Geschwister sagten später aus, dass sie einfach zu viel Angst vor der Mutter hatten, weswegen sie damals nie etwas gesagt hatten, dass Blanche auf diesem Dachboden steckt. Ihre Mutter sagte, Blanche wäre verstorben und keiner hatte einen blassen Schimmer, wo dieses Mädchen steckt, geschweige denn, was passiert ist. Und im Jahr 1885, also ganze 10 Jahre später, nachdem ihre Mutter sie oben auf dem Dachboden eingesperrt hatte, starb aus unerklärlicher Weise ihr damaliger Lover. Der Tod war sehr merkwürdig, da sich keiner wirklich erklären konnte, wie dieser Mann auf einmal starb. Doch wie schon gesagt, wir sind im Jahr 1885, das heißt 10 Jahre nachdem das Mädchen eingesperrt wurde. Und wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, steckte zu diesem Zeitpunkt das Mädchen immer noch oben auf diesem Dachboden. Und am 23. Mai im Jahr 1901 bekam die Polizei auf einmal einen Brief zugeschickt. Es war ein anonymer Brief, man wusste also nicht, wer der Absender war. Und in diesem Brief stand drin, dass sich ein Mädchen auf einem Dachboden befindet, die schon seit über 25 Jahren dort eingesperrt sei. Die Adresse stand ebenfalls auf dem Brief und die Polizei machte sich auf den Weg in Richtung des Hauses. Dort fanden sie die Mutter und ja, die Mutter musste sie ja schlussendlich reinlassen. Doch was die Polizei oben auf dem Dachboden fand, war extremst, extremst verstörend. Einer der Polizisten erzählte damals, dass in dem Moment, wo sie die Türe des Dachbodens öffneten, ein extrem beißender und unbeschreiblicher Gestank rauskam. Sie waren also oben auf diesem Dachboden, es war stockdunkel, die Vorhänge des Fensters waren zugezogen. Sie öffneten die Vorhänge, einer der Polizisten musste sogar das Fenster einschlagen, da er diesen Geruch einfach nicht aushalten konnte. Und dann konnten sie sie sehen. Blanche. Sie war immer noch am Leben. Doch so, wie man sie in Erinnerung hatte, konnte man sie nicht auffinden. Sie wirkte wie ein Skelett. Zu diesem Zeitpunkt war sie ca. 50 Jahre alt und wog 26 Kilo. Es stellte sich heraus, dass ihre Mutter sie da oben abmagern ließ, ihr immer nur verfaultes Obst nach oben brachte zum Essen und sie sich diesen
Raum oben auf dem Dachboden mit Ungeziefer und Ratten teilen musste. Sie hatte zudem kein Klo und war splitterfasernackt. Ihr könnt euch also vorstellen, wie es da oben wohl gestunken hat. Zudem wurde diese Frau höchstwahrscheinlich seit über 25 Jahren nicht mehr gewaschen. Dort fanden sie sie also, einen Anblick, den man keinem wünscht. Eine abgemagerte Frau, schon skelettartig, wie schon gesagt. Man nahm sie natürlich mit und steckte sie in ein Krankenhaus, wo sie es wirklich genoss, wieder gewaschen zu werden und einfach zu sehen, dass sich jemand um sie kümmert. Und ihre Mutter starb merkwürdigerweise 15 Tage nach dem Fund des Mädchens. Die damals wunderhübsche Blanche war in diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr zu erkennen. Sie starb 12 Jahre später in einer psychiatrischen Klinik. Und das hier ist das echte Bild, welches direkt nach dem Fund von Blanche gemacht wurde. Man kann sie erkennen, extrem abgemagert. Sie sieht wirklich panisch aus, extrem verwirrt. Dieser Anblick ist extrem schrecklich und ist im Endeffekt genau das, was die Polizei auf diesem Dachboden direkt vorgefunden hat. Es war das Jahr 2016. Der damals 21-jährige Darren Mitchell lebte in Südost-Texas. Er war verlobt und hatte eine einjährige Tochter, auf welche er sehr, sehr stolz war. In diesem Jahr waren sehr, sehr viele Stürme, es gab sehr viel Regen und Mitchell war gerade mit der Arbeit fertig und wollte sich auf den Weg nach Hause machen. Er setzte sich also in sein Auto und bemerkte natürlich wieder direkt diesen grauen, dunklen Himmel. Es fing an zu regnen und er konnte schon sehr schnell feststellen, dass es schon eine Weile regnete, da die Straße schon langsam anfing zu überfluten. Schon circa nach 2 Minuten regnete es so stark, dass seine Scheibenwischer schon gar nicht mehr wirklich mitmachten und er dafür sorgen musste, dass er mit seinem Auto ein wenig langsamer fährt, da es extrem gefährlich war zu diesem Zeitpunkt. Er fuhr also sehr, sehr langsam mit seinem Auto die Straße entlang, versuchte wirklich aufzupassen, da der Regen so extrem heftig war. Nach einer Weile musste er tatsächlich stehen bleiben, da es einfach nicht mehr möglich war, weiterzufahren. Alles um ihn herum fing an zu überschwemmen. Zu diesem Zeitpunkt beschloss er, seinen Bruder anzurufen. Er sagte, er würde feststecken, er würde gerade nicht weiterkommen durch dieses riesige, extreme Unwetter und würde noch eine Weile im Auto bleiben. Es würde ihm aber gut gehen und er solle sich keine Sorgen machen. Im Notfall könne er auch einfach aus dem Auto über die Scheibe bzw. über das Fenster rausklettern. Doch am Abend kam Mitchell nicht nach Hause und es gab keine Spur von ihm. Die Familie machte sich natürlich extrem Sorgen und alarmierte die Polizei, welche sich natürlich direkt auf den Weg machte und einen Suchtrupp startete. Doch an diesem Abend fand man keine Spur mehr von Mitchell. Am nächsten Tag fand man sein Auto. Es war umgedreht und lag auf dem Rücken. Doch von Darren keine Spur. Ganze 24 Stunden später fand man ein paar Kilometer weiter entfernt vom Auto seinen leblosen Körper. Darren war ertrunken. Doch zu diesem Zeitpunkt konnte sich niemand erklären, was passiert ist, da er noch mit seinem Bruder telefoniert hatte und sagte, er solle sich keine Sorgen machen, es ist alles gut. Später fand man heraus, dass es eine Augenzeugin gab, welche Darren gesehen hatte. Sie erzählte davon, dass sie ihn sehen konnte, wie er durch das Autofenster auf das Dach kletterte, dort merkte, dass alles schon anfängt, ziemlich stark zu wackeln und dann schlussendlich wieder in das Auto reinkletterte. Man muss dazu sagen, das Auto war zu diesem Zeitpunkt schon fast unter Wasser und die Flut und das ganze Wasser durch den Regen war so extrem heftig, dass es Darren und sein Auto, während er im Auto saß, langsam wegtrieb. Die Flut schob Darren und das Auto immer weiter. Das Auto fing dann langsam an, sich zu drehen und zu überschlagen und lag dann schon fast auf dem Rücken, bis es dann schlussendlich in einen tieferen Bereich des Flusses kam und Darren und das Auto komplett verschlungen hat. Was dann passiert ist, weiß keiner. Doch was klar ist, Darren ist schlussendlich ertrunken. Bei dem Sinken des Autos postete er noch etwas auf Facebook. Diesen Post muss er höchstwahrscheinlich gemacht haben, wo er von seinem Autodach wieder zurück ins Auto gestiegen ist. Und wenn man sich diesen Post, nachdem man diese Geschichte jetzt gehört hat, anschaut, wirkt das Ganze extrem schockierend. Denn das hier ist sein allerletzter Facebook-Post. Man kann gut sehen, dass er in dem Auto sitzt. Um ihn rum ist überall Wasser. Und das Letzte, was er geschrieben hat, war: "Und alles, was ich wollte, war nur nach Hause zu kommen." Eine extrem tragische und wirklich auch sehr schockierende Geschichte. Zu der Kurzgeschichte, welche ich euch jetzt erzählen werde, gibt es nicht allzu viele Informationen.
Dennoch habe ich ein bisschen recherchiert und werde euch jetzt mal das erzählen, was ich zu diesem Bild, welches ihr auch gleich sehen werdet, weiß. Es war das Jahr 2015, als ein junges Mädchen vorhatte, sich mit ihrer besten Freundin am Nachmittag zu treffen. Sie machte sich also auf den Weg. Doch bevor sie zu ihrer Freundin fuhr, beschloss sie noch schnell zu einem naheliegenden Supermarkt zu gehen und dort den ein oder anderen Snack für den Nachmittag zu kaufen. Sie war also in diesem Supermarkt, stöberte durch die ganzen Regale, schnappte sich den ein oder anderen Snack, holte sich noch ein paar Getränke und machte sich auf den Weg zur Kasse, wo sie dann schlussendlich dann wieder zum Auto ging. Danach beschloss sie noch, eine Tankstelle zu besuchen, ihr Auto voll zu tanken. Nachdem sie ihr Auto voll getankt hatte, stellte sie sich noch kurz auf einen Parkplatz, schoss ein Foto von sich selbst, welches sie eigentlich ihrer Freundin schicken wollte, doch dieses Bild kam komischerweise nie an. Und ab diesem Zeitpunkt wissen wir nicht mehr, was mit dem Mädchen passiert ist. Ein kleiner Spoiler, das war das letzte Bild, wo man dieses Mädchen noch lebendig sehen kann. Ihre Freundin wunderte sich, warum sie nicht mehr kam. Und einen Tag später fand ein junges Pärchen bei einem Waldspaziergang das Auto des Mädchens. Und als sie näher an das Auto kamen, konnten sie einen schrecklichen Tatort finden. In dem Auto des Mädchens fand man ihre zerstückelte Leiche. Als die Polizei kam und alles untersuchte, fand man ihr Handy im Fußraum, wo man unter anderem ihr letztes Selfie sehen kann. Und das ist das letzte Bild des Mädchens, wo man sie noch lebend sehen kann. Wenn wir jetzt genau auf den Hintergrund schauen, können wir sehr gut eine merkwürdige Gestalt sehen. Es ist unklar, ob die Person eine Maske trug oder einfach nur extrem verstörend aussah. Dennoch geht die Polizei davon aus, dass die Person, welche man hinten an dem Fenster sehen kann, der vermutliche Mörder des Mädchens ist. Der Fall ist bis heute ungeklärt und es ist unklar, ob das Mädchen eventuell die Person kannte, welche hinten an dem Fenster durchschaut und sie aus diesem Grund das Bild mit der Person gemacht hatte, weil es eine Person ihres Vertrauens war. Oder sie hat das Selfie tatsächlich gemacht, ohne zu wissen und zu bemerken, dass jemand hinter ihr durch ihr Auto schaut. Vielleicht hat sie sich das Bild danach auch nicht mehr angeschaut. Oder es war tatsächlich eine Person, die sie kannte und deswegen hat sie dieses Bild gemacht. Man weiß es nicht, der Fall ist bis heute ungeklärt. Doch wenn man die Hintergrundgeschichte kennt und sich das Bild danach anschaut, also das Bild ist allgemein schon extrem verstörend, doch mit der Hintergrundgeschichte macht es das Ganze noch viel schrecklicher. Ja, meine Freunde, das war's auf jeden Fall mit einer weiteren Folge. Drei Bilder mit verstörenden Hintergrundgeschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass es sich für die Leute, die immer bis zum Ende des Videos bleiben, immer lohnt. Denn heute schreiben wir wieder was gemeinsam in die Kommentare, um die ganzen Leute mal ein bisschen durcheinander zu bringen, die das Video nicht bis zum Ende geschaut haben. Deswegen würde ich sagen, wir schreiben heute wieder was komplett Sinnloses in die Kommentare. Deswegen möchte ich, dass jeder, der das Video bis jetzt noch anschaut, jetzt in die Kommentare reinschreibt: 23 mal 24 ist gleich 1. Ich weiß, macht keinen Sinn, aber lasst uns doch alle mal wieder die Leute in den Kommentaren ein bisschen durcheinander bringen. Also spammt alle rein. 23 mal 24 ist gleich 1. In dem Sinne würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, falls ihr dies noch nicht getan habt. Und sonst würde ich sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.